Ich mache jetzt nur den Anwärmer mal und der Andi auch. Ja, für die Passanten erstmal herzlichen Dank, dass die Berliner immer hier die Stellung halten, dass ihr da seid. Einen Dank an euch, gell, Berliner, vielleicht nimmt ihr das auch nochmal das Wort. Heute war ja eine Anhörung im Bundestag zu dem Projekt Stuttgart 21, wo es ja vor allem um die Umstiegsmöglichkeiten geht. Und ich denke, das ist jetzt ein Projekt, wo man nochmal eine Chance hat. Und Hannes hat ja sogar eine Message rübergeschickt in Stuttgart. Heute ist ja auch eine Schwabstreif gewesen. Und vielleicht, Hannes, sagst du einfach ein paar Worte mal noch aus deiner Sicht von die Zusammenfassung vom Ausschuss. Ja, erstmal soll ich ganz liebe Grüße aus Stuttgart nach Berlin schicken. Gerade läuft dort die Montagsdemo. Und ganz großen Dank hier an die Berliner, die hier weiterhin auch vor der Deutschen Bahnzentrale aktiv sind, die Stellung halten. Und ich muss sagen, es war richtig viel wert, dass auch Berliner und Stuttgarter heute im Verkehrsausschuss waren. Wir haben jetzt, und das ist was für den Verkehrsausschuss Neues, eine öffentliche Übertragung aus dem Verkehrsausschuss. Jeder kann, wen es interessiert, sich unsere Argumente und die Argumente der Deutschen Bahn und der Befürworter jetzt live im Internet anschauen und auch sehen, welche unmöglichen Lügen im Endeffekt wieder die Bahn AG hier verbreitet hat, welche Falschaussagen die sie gemacht hat. All das könnt ihr jetzt, wenn ihr euch interessiert, für Stuttgart 21 und eine sinnvolle Bahn AG selber im eigenen Faktencheck nachvollziehen. Ja, für mich, der jetzt aus Stuttgart angereist ist, war das heute im Bundesverkehrsausschuss ein bisschen eine zwiespältige Geschichte, weil wir in der Situation als Stuttgart 21 Gegner sind, wo uns im Endeffekt die Deutsche Bahn Recht geben muss und das ja auch tut. Sie gibt zu, dass Stuttgart 21 unwirtschaftlich ist und unwirtschaftlich heißt, dass der Nutzen von Stuttgart 21 kleiner ist, wie das Geld, was sie einsetzen. Und ein Projekt zu bauen, das unwirtschaftlich ist und wo im Endeffekt der Nutzen kleiner ist wie der Geldeinsatz, das ist schlicht Steuergeldverschwendung, das verschwendet unser aller Geld. Und das gibt die Bahn AG jetzt zu. Und wenn wir das einordnen in die großen Ziele, dass wir eigentlich die Bahninfrastruktur bundesweit ausbauen müssen, dass wir mehr Menschen im Schienenverkehr haben wollen, dann ist es eben genau das Falsche, in Stuttgart hier so unnötig Geld zu versenken, Bahnknoten, der funktioniert, zu zerstören und durch einen kleinen zu ersetzen. In dieser skurrilen Situation, dass die Bahn AG eigentlich diesen Fakt zugeben muss inzwischen, genauso wie jede Bauzeitverzögerung und jede Kostenverzögerung, war auf der anderen Seite umso erstaunlicher das Desinteresse der Leute im im Ausschuss an realen Fakten. Im Endeffekt habe ich keinen ernsten Willen der Selbstkorrektur, des Fehlereingestehens, des Umdenkens wahrnehmen können, sondern man ist weiter, wie Bahnchef Lutz es meinte, finster entschlossen, koste es, was es wolle, dieses Projekt zu bauen. Das passt in die Situation in Stuttgart, wo inzwischen die CDU klar sagt, selbst wenn es ein Rückbau ist, selbst wenn es 10 Milliarden kostet, wir wollen es trotzdem. Und das zeigt, wie weit entfernt dieses Projekt von einer wirklichen realen Argumentation ist, von einer sinnvollen Bahnpolitik ist. Es geht jetzt hier darum, den Gesichtsverlust zu wahren und an einem Projekt festzuhalten, das erwiesenermaßen unwirtschaftlich ist. Das ist uns heute noch nicht gelungen, das zu durchbrechen, aber wir haben es jetzt live und nachlesbar, nachschaubar im Internet, dass sie trotz aller Fakten an diesem unsinnigen Projekt festhalten. Und das finde ich schon mal einen Schritt weiter, wie wir vor 8 Jahren war ich das letzte Mal im Bundesverkehrsausschuss damals waren. Da hat man uns nicht geglaubt, heute muss man uns Recht geben. Jetzt wird es als nächstes Zeit, dass sie uns nicht nur Recht geben, sondern dass sie auch handeln, ihre Erkenntnisse umsetzen und auf das billigere, auf das bessere Konzept Umstieg 21 umsteigen. Wir haben heute ein Angebot gemacht, wie ohne Gesichtsverlust eine Fehlerkorrektur möglich wäre und die Demokratie und die Bundestagsabgeordneten zeigen, dass sie lernfähig sind. Und ich finde, einen starken Satz, wer keine Fehler macht, ist stark, aber wer aus seinen Fehlern lernt, ist stärker. Und das wäre was, was uns allen gut ansteht und der Demokratie gut anstehen würde. Eine Kurskorrektur und ein Umstieg auf die bessere Variante, die wir hier präsentiert haben heute im Verkehrsausschuss. Ja, vielen Dank und ich soll ganz herzliche Grüße nochmal aus Stuttgart sagen. Danke für eure Bereitschaft, hier weiter vor der Deutschen Bahnzentrale präsent zu sein, aktiv zu bleiben. Denn es ist unser Motto, liebe Bahn AG, liebe Tunnelparteien, ihr werdet uns nicht los, wir euch schon.
Ja, vielen Dank, Hannes. Ich fand interessant am Schluss, was du auch zur Demokratie noch gesagt hast, da an diesem Punkt eigentlich müsste man ja weiter diskutieren. Der Bertolt Brecht hat es auch mal gesagt, klug ist nicht, der keine Fehler macht, sondern der sich schnell zu verbessern versteht. Er hat sogar zugespitzt. Man erkennt den Menschen nicht an seinen Fehlern, sondern wie er sie korrigiert. Das ist ein sehr progressiver Gedanke. Das wünscht man auch im Verkehrsausschuss. Ich finde aber gut, wir haben ja vom Faktencheck nochmal gesprochen. Es wäre gut, man macht wirklich den Faktencheck, dass es möglich ist, billiger, nachhaltiger, bahnfreundlicher, wenn man diesen Umstieg nimmt. Und ich habe es ja auch mal erwähnt, wir müssen noch mehr mobilisieren, auch die vielen Unpünktlichkeit der Bahnfahrer, wo sich viele aufregen und dass sie zu spät kommen. Das hat ja mit dem Großprojekt zu tun, weil die Wartung der Bahn nicht die Gelder mehr zur Verfügung stellt, die sie braucht, um eine pünktliche Bahn zu machen. Also wenn wir dann nochmal einen Anlauf nehmen und dann in den Verkehrsausschuss gehen, auch in die Öffentlichkeit, juristisch, publizistisch, politisch, ich denke, vielleicht legt man da nochmal etwas auf die Waagschale, dass dieses Umdenken befördert wird. Letzter Satz. Wenn man den Schirmer ja gehört hat, der in der Stuttgarter Zeitung schon sagt, naja, mea culpa, aber no return, das ist natürlich nicht so demokratisch, auch progressiv gedacht. Ja, ich habe es ja erwähnt, es ist wie wenn man in eine Bank reingeht, macht einen Überfall und sagt dann Entschuldigung, aber ihr könnt jetzt weitermachen. Also das ist ein bisschen absurd und deswegen denke ich, müssen wir da weitermachen, auch als demokratische Bewegung. Jetzt haben wir noch einen Beitrag aus eher, wir ergänzen das, bevor man ja runterzählt. Ich denke, die Berliner sollten den Schwabenstreich dann hier runterzählen, die Gastgeber. Aber jetzt kommt schon ein Gastbeitrag. Ich sage halt auch an euch was, als jemand, der jetzt in Berlin wohnt. Es geht so. Wenn euch immer wieder gefragt ist, was geht jetzt in Berlin das an, was in Stuttgart passiert, das ist weit weg und kümmert uns wenig. Aber natürlich ist das genauso für die Leute in Berlin von gleicher Bedeutung, weil natürlich das ja offenkundig ist, dass unsere Steuergelder dabei genauso verbraten werden, egal ob in Baden-Württemberg oder in Berlin. Und natürlich die Frage, wie wir eine Politik haben, die wirklich fürs Volk arbeitet oder sich durchaus auch von korrupten Seilschaften prägen und bestimmen lässt. Ich möchte es euch ganz kurz erzählen. Ich gehörte in Stuttgart zur Gruppe Pfarrer gegen Stuttgart 21. Für uns war das ein ganz wichtiges Thema geworden, nachdem damals im Stuttgarter Schlossgarten dieser brutale Polizeieinsatz stattgefunden hatte. Und wir sagen konnten, hier geht es nicht mehr nur einfach darum, um einen Bahnhof oder ein Bahnprojekt, sondern hier geht es ja um die Frage, wie weit eine Polizei missbraucht wird und sich missbrauchen lässt für die Durchsetzung der Interessen korrupter Politiker. Und es ja ein völliges Unding ist, wenn junge Beamten dazu eingesetzt werden, solche Projekte durchzuprügeln. Und da wird es schon zur Frage, wofür stehen wir eigentlich in diesem Staat? Stuttgart 21 ist nicht einfach nur Stuttgart 21, sondern hier geht es um grundlegende Fragen dessen, was geschieht in Deutschland und wofür treten wir eigentlich ein. Danke sehr. Jetzt geht es ja ums Runterzählen. Wer macht doch ihr das, oder? Andi, komm, zähl du runter. Also, Auftakt zum Schwabenstreich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umstieg jetzt! Umstieg jetzt! Umstieg jetzt!
Baut was Scheiß! 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 Also, der Andi, der bestätigt ja schon, wir können alles aus dem Schwäbisch oder so, gell? Eppes Scheiß. Ja. Wollt ihr nochmal, bitte? Ja, sagt doch ihr noch, wenn aus Berlin, wir sind die Gastgeber. Ja. Nee. Also, sagt doch nochmal, was ihr aus Berlin seht. Also Viertel nach gehen wir ins Mommsen-Eck, das ist tatsächlich hier um die Ecke. Und wir haben Plätze im Freien. Und es ist leise. Und es gibt Berliner und schwäbische Küche, habe ich gehört. Ja. Mauldächle und Berliner Köpfe. Und René sagt, Herrgott, scheiße lecker. Ja, und Andi sagt offenes Mikrofon. Also wenn jemand noch was Interessantes mitzuteilen hat, dann ist das Mikrofon frei. Ist das die Deutsche Bahn, die hier gefahren? Kontrolliert mal. Die Herren, prüft mal nach, wer ist die Personenkontrolle? Übrigens, wir müssen trotzdem mal wieder einen Dank sagen an die, die es fertiggestellt haben. Vorne dran der Andi, kleinen Applaus. Er macht es immer wieder sehr gut, dass er die Fahrkarten zählt. Also, 1-2 für den Andi, oder? Und du bist ja auch immer dabei. Wir wollen niemanden unterschlagen. Andi, du weißt besser. Bedanke dich mal bei denen, die hier mitwirken. Ja klar, das ist nicht ganz immer einfach. Es ist gut, wenn ihr euch rechtzeitig meldet, dass man die Fahrkarten im Vorfeld kriegt. Markus macht da einen ganz guten Job, weil allein kann ich das auch nicht entscheiden, wie viele Fahrkarten wir im Vorverkauf praktisch kaufen. Deswegen Markus ist immer in engem Kontakt mit mir und stimmen wir uns ab. Gut ist auch, wenn ihr euch selber meldet. Die nächsten Aktionen stehen ja schon da. Also wer am Mittwoch wieder eine Strategieaufsichtsratssitzung, wer noch verlängern kann, kann das gern tun. Nächste Woche am Mittwoch die normale Aufsichtsratssitzung. Und morgen früh eine Bahnwache mehr möchte und wer noch da ist, 8.30 Uhr, ich denke, da kommen auch schon ein paar rein ins Haus, die dann uns sehen können, weil die sich auch noch vorher vorbesprechen vor der Aufsichtsratssitzung. Strategie der Bahn ist ein großes Thema, ja, ICs kaufen, man will jetzt besser werden im Fernverkehr, aber auch nur langsam besser. So viele Probleme sind da und man hat sich dieses Riesenproblem S21 ja selbst geschafft. Und am 28. Juni, auch noch in diesem Monat, Verhandlung in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht, wie das mit der Entwidmung aussieht. Da gibt es ja den Antragsteller Stuttgarter Netz AG, die einen Betrieb machen wollen und einen Bedarf sehen, den Kopfbahnhof zu erhalten. So einfach geht es nicht, dass man das einfach entwidmet. Uli, du hast das Wort. Dann sage ich da was hinterher. Ich hatte ja hier in Berlin angesprochen, die Gruppe BAP, das war ja bei der Einheitstag, und habe den Niedegen gesprochen, der war in Stuttgart. Wir machen Frieden statt Thema im Juli. Ja, und habe ihn angesprochen, ob er kommt. Und das war derjenige, der als Künstler spontan hier die Fahne hochgehalten hat, Stuttgart 21, am Tag der Einheit, habe ihn eingeladen. Vielleicht gehen wir auf die Montagsdemo, wenn er nach Stuttgart kommt. Und dann wird es gut. Mit dem Niedegen ist ja einer, der da doch die Fahne hochhält. In Köln haben die das ja auch schon Einbruch erlebt in ihrem Museum und der war spontan dabei. Ich gebe euch nachher mal ein paar Infos beim Essen und vielleicht kriegen wir den mal auf die Montagsdemo. Wir haben eine neue, starke Stimme für oben bleiben. Gell? Ja, da. Henning hat ja auch gute Kontakte zum Konstantin Wecker, vielleicht klappt das auch nochmal. Da bist du ja auch eng mit Kultur des Friedens zusammen. Und Campino. Tode Hose. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich beim Hannes bedanken. Ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung, sich darauf vorzubereiten, so tief reinzugehen ins Thema und es in dieser Präzision so deutlich rüberzubringen. Ganz super. Ja, Zuarbeit ist immer wichtig. Was mich heute überzeugt hat, ist die Darstellung der Kosten. Hast du wirklich sehr schön dargestellt.
Wir können vieles verwenden. Es sind keine 7 Milliarden, das müsste jedem klar sein, dass es keine 7 Milliarden kostet, jetzt aufzuhören, weil die Neubaustrecke damit gar nichts zu tun hat. Und unser Umbau maximal noch 2 Milliarden und damit spart man einen Haufen Geld. Das sind die 3, 4 Milliarden, die es auf jeden Fall sind. Und man könnte sogar so sagen, es war noch nie so günstig wie jetzt aufzuhören. Weil wenn es 10 Milliarden kostet und wir höchstens 4 Milliarden aufgegeben haben, dann sind es auch 6 Milliarden. Und am Anfang soll es ja nur 4 kosten. Also, so viel wie jetzt haben wir noch nie gespart. Deswegen, bleibt dran. Vielen Dank für die ganze Unterstützung hier. Wir machen weiter, wir kommen wieder. Uns kriegen Sie nicht los. Ja klar, vielen Dank an den Kameramann hinter der Kamera. Dreh mal die Kamera geschwind um, dass man dich sieht. Oder auch davor. Alles klar. Dankeschön. Und jetzt gehen wir drauf. Ein Selfie-Fini. Jetzt haben wir uns auch ein Essen verdient. Ja, das war es hier von der Bahnwache vom DB Tower am Potsdamer Platz. Wir sehen uns wieder. Morgen früh vielleicht um 8.30 Uhr, wenn die aus dem Knick kommen. Naja, ich werde es mal versprechen. Wir sehen uns morgen früh wieder hier um 8.30 Uhr pünktlich vom Bahntower zum nächsten Schwabenstreich in Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.